Ja, danke schön, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause vor den Fernsehapparaten. Ich bedanke mich zunächst ganz herzlich für die Gelegenheit, dass ich hier und heute diese Erklärung zur aktuellen Situation vor dem Hintergrund des Terroranschlags in Neuseeland abgeben darf. So wie Sie es sind, so wie ganz Österreich es ist und so wie es die gesamte zivilisierte Welt es ist, so bin auch ich entsetzt und betroffen über diesen schrecklichen rechtsextremen Terroranschlag, der in Neuseeland stattgefunden hat. Unsere Aufgabe ist es jetzt, nachdem der Täter glücklicherweise verhaftet wurde, sein Umfeld und die Hintergründe dieser Bluttat genauestens aufzuarbeiten. Selbstverständlich nehmen wir als österreichische Sicherheitsbehörden dabei alle Hinweise in Zusammenhang mit dem Attentäter und sämtliche Spuren sehr, sehr ernst, gerade weil diese durch eine Reihe von europäischen Ländern führen. Und auch wenn diese Spuren vielleicht gar nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Attentat stehen, kann doch jede Spur mögliche Hinweise und Verstrickungen oder mögliche Hinweise zu Verstrickungen und Netzwerken liefern. Es kann aber genauso gut sein, dass dadurch umgekehrt entsprechende Befürchtungen entkräftet werden. Die notwendige Klarheit können wir nur durch konsequente und durch systematische Ermittlungen erreichen. Denn, meine Damen und Herren, nichts ist schlimmer als diffuse Ängste nach Attentaten wie diesen. Und das ist ja auch eines der Ziele, das die Terroristen verfolgen, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und diesen Zustand möglichst lange aufrechtzuerhalten. Der Terror, meine Damen und Herren, trifft mitten in die Herzen der Menschen und hält sie ohnmächtig gefangen. Und daher ist es mir ganz besonders wichtig, möglichst schnell Klarheit und Transparenz über alle Hintergründe dieser Schreckenstat zu erlangen. Nach dem Terroranschlag in Neuseeland ist sehr, sehr schnell sehr viel über den Täter bekannt geworden. Vor allem auch deshalb, weil es ja sein eigenes Bestreben gewesen war, sich selbst und seine Motive öffentlich bekannt zu machen. Er hat, ähnlich wie es der norwegische Terrorist Breivik gemacht hat, im Zusammenhang mit seiner Tat ein Pamphlet veröffentlicht. Und darin hat er versucht, wortreich seine wirren und abstrusen Vorstellungen darzulegen und damit eine Rechtfertigung für seine Taten zu liefern. Der Attentäter hat darüber hinaus über sein Auftreten in den sozialen Medien Spuren hinterlassen, die auf seine zuletzt offenbar recht aktive Reisetätigkeit durch mehrere europäische Länder hinweisen. Aus seinem Social-Media-Auftritt ist rasch klar geworden, dass der Terrorist auch in Österreich gewesen sein dürfte. Ich darf Ihnen daher hier und heute einen Überblick darüber geben, was unsere Ermittlungsbehörden zu seinem Österreich-Bezug wissen. Gleichzeitig muss ich Sie um Verständnis dafür bitten, dass es nicht möglich ist, auf alle vorliegenden Erkenntnisse bis ins Detail einzugehen. Sie wissen, dass es morgen einen entsprechenden Unterausschuss des Innenausschusses geben wird, der geheim tagt, und am Montag wird der Nationale Sicherheitsrat zusammentreten. Auch dieser ist geheim und dort gibt es selbstverständlich die Möglichkeit, auch weitere Details offenzulegen. Der Titel des eigens für diese Bluttat verfasste Manifest, The Great Replacement, das ist die wörtliche Übersetzung der Parole Der große Austausch. Das ist ein Slogan, wie er auch von der Identitären Bewegung Österreich seit mehreren Jahren in Kampagnen verwendet wird. Dieser Slogan geht zurück auf den Titel eines Buches aus dem Jahr 2012, verfasst vom französischen Schriftsteller Renaud Camus. Seither wird dieser Begriff oder diese Parole von einwanderungskritischen Kreisen in verschiedensten Ländern eingesetzt. Das betrifft nicht nur Europa, das betrifft auch die Vereinigten Staaten. Auf sichergestellten Waffen wurde diese Parole ebenfalls vorgefunden und weiters fanden sich auf diesen Waffen die aufgemalte Jahreszahl der zweiten Türkenbelagerung Wiens, also das Datum 1683, sowie der Name Graf Ernst Rüdiger von Starnberg. Er war der Wiener Stadtkommandant während der zweiten Türkenbelagerung. Im genannten Manifest erwähnt der Terrorist auch,
dass Österreich eines jener Länder sein könnte, wo der sogenannte Aufstand beginnen könnte, was immer damit gemeint ist. Was die Reisetätigkeit des späteren Attentäters betrifft, sei Folgendes vorausgeschickt. Die Tatsache, dass der Mann noch bis Ende letzten Jahres problemlos durch Europa reisen konnte, zeigt, dass er von den neuseeländischen Behörden nicht als Gefährder eingestuft war. Uns wurde von neuseeländischer Seite mitgeteilt, dass er bis zu seinen Wahnsinnstaten als unauffällig gegolten hat. Nun zu seiner Reisetätigkeit durch Österreich. Der bisher bekannte Aufenthalt des späteren Terroristen in Österreich dauerte eine Woche. Und zwar konkret vom 27. November 2018 bis zum 4. Dezember 2018. Die Einreise nach Österreich, konkret nach Wien, erfolgte am 27.11. per Zug aus Budapest. Davor hielt er sich insgesamt etwa 2,5 Wochen lang in Bulgarien, Rumänien und in Ungarn auf. In Wien hat er ein Leihauto angemietet, und zwar vom 27. November bis zum 2. Dezember. Und mit diesem Fahrzeug hat er knapp über 2000 Kilometer zurückgelegt. In dieser Phase dürfte auch sein Besuch in Deutschland stattgefunden haben, den er ebenfalls über Facebook dokumentiert hat. Die genaue Reiseroute wird derzeit anhand der vorhandenen Spuren rekonstruiert. Die Ausreise erfolgte am 4.12. via Flughafen Wien-Schwechat nach Tallinn, Estland. Die Behörden ermitteln derzeit, ob es in Österreich Kontakte zu extremistischen Personen, Gruppierungen oder Netzwerken gegeben hat. Derzeit besteht lediglich der Nachweis einer Spendenaktivität an die Identitäre Bewegung bzw. an ihren Sprecher. Dieser Zahlungsfluss ist bereits länger Gegenstand von finanzstrafrechtlichen Ermittlungen und jetzt eben auch von strafprozessualen Ermittlungen. Diese Ermittlungen haben bereits zu gerichtlich angeordneten Maßnahmen geführt. Es hat eine Hausdurchsuchung stattgefunden und die beschuldigte Person wurde bereits einvernommen. Die weiteren Ermittlungsergebnisse werden abzuwarten sein. Darüber hinaus wurde, wie ja gestern auch von Seiten der Regierungsspitze bereits angekündigt, umgehend veranlasst, ein Prüfungsverfahren durch die zuständigen Vereinsbehörden über die Auflösung von Vereinen einzuleiten, welche den Identitären zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um 2 Vereine in Graz und einen Verein in Linz. Die Zuständigkeit liegt also bei den Landespolizeibehörden in der Steiermark und in Oberösterreich. Überdies war der spätere Täter von Neuseeland Mitglied einer Reisegruppe nach Nordkorea im Jahr 2014. An dieser Reisegruppe haben auch 3 Österreicher teilgenommen. Auch hier laufen aktuell Erkundigungen über den Hintergrund dieser Reise, um mögliche Kontakte genauer zu durchleuchten. Zusammengefasst: Es gab eine finanzielle Unterstützung einer politischen Bewegung, deren Motiv und Umstände derzeit noch näher ermittelt werden. Es gab einen einwöchigen Aufenthalt Ende November, Anfang Dezember 2018, den der Täter ja selber mit Fotos dokumentiert hat. Persönliche Kontakte zu extremistischen Personen oder Organisationen sind nicht bekannt. Es gab Bezüge auf die österreichische Geschichte, sowohl im erwähnten Pamphlet als auch auf den Tatwaffen. Und es wurde der Slogan The Great Replacement verwendet, der unter anderem eben auch von einer in Österreich aktiven Bewegung eingesetzt wird. Die Verwendung derselben Parole lässt jedoch nicht automatisch darauf schließen, dass zwischen den Personen und Gruppen persönliche Kontakte bestanden haben oder bestehen. Wir erwarten uns natürlich auch entsprechende Ermittlungsergebnisse aus Neuseeland selber, ergänzend zu den eigenen Ermittlungen, denn dort sind ja gerade auch die entsprechenden Einvernahmen des Attentäters im Laufen. In diesem Zusammenhang ist mir sehr wichtig auch zu betonen, dass Österreich bei weitem nicht das einzige Land gewesen ist, auf das sich der Terrorist in seinen Motiven bezogen hat und das er auch bereist hat. Er kam, wie gesagt, über Bulgarien, Rumänien und Ungarn nach Österreich und er ist nach Estland weitergereist. Bereits im Frühjahr und im Herbst 2016 hat er 2 Balkanreisen unternommen
Und im Jahr 2017 soll er in Westeuropa unterwegs gewesen sein, und zwar konkret in Spanien, in Frankreich und in Portugal. Und auch in Asien war er unterwegs. Wir haben schon von Nordkorea gehört. Eine weitere Destination, die er besucht hat, war Pakistan. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen versichern, ich habe den klaren Auftrag gegeben, dass sämtliche Spuren und Zusammenhänge mit Österreich-Bezug in diesem Fall genauestens überprüft werden. Über die heutige Erklärung hinaus habe ich ja schon erwähnt, dass es morgen einen Unterausschuss geben wird und am Montag den Nationalen Sicherheitsrat, und der Direktor des BVD wird Sie dann dort aktuell über den letzten Stand informieren, und ich denke, dass wir dann darüber hinaus, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben, diese Informationsplattform auch weiter nutzen. Dasselbe gilt selbstverständlich auch im Zusammenhang mit einem Netzwerk, das unter dem Begriff Schattenarmee vor kurzem bekannt geworden ist. Hier handelt es sich um eine Gruppe von aktiven und ehemaligen Angehörigen der deutschen Bundeswehr und von Sicherheitsbehörden sowie privaten Sicherheitsunternehmungen. Der Attentäter von Neuseeland soll Medienberichte über diese Gruppierung gepostet und kommentiert haben und hat so einen inhaltlichen Konnex hergestellt. Auch hier möchte ich Ihnen einen Überblick über alles geben, was unseren Nachrichtendienst bzw. unseren Behörden hierzu bekannt ist. 2017 versteckte der deutsche Bundeswehrangehörige Franco A. eine Waffe in einer Toilette im Flughafen Schwechat. Beim späteren Zugriff auf diese Waffe im vom österreichischen Beamten observierten Versteck ist er festgenommen worden. Die Ermittlungen haben dann gezeigt, dass dieser Offizier eine zweite Identität in Deutschland angenommen hat. Diese zweite Identität war jene eines syrischen Asylwerbers, und er hat sich in ein Flüchtlingsheim eingeschleust. Weitere Erkenntnisse weisen darauf hin, dass er Teil eines Netzwerkes ist, das, wie gesagt, aus aktiven und ehemaligen Soldaten der deutschen Bundeswehr sowie deutschen Sicherheitskräften gebildet wurde. Ob auch Österreicher involviert waren oder sind, ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Offizieller Auftritt dieser Vereinigung ist der deutsche Verein UNITA. Dessen Gründer ist ein gewisser André S., alias Hannibal. Das ist ein Bundeswehroffizier beim Kommando Spezialkräfte. Es ist bestätigt, dass die Kommunikation dieser Gruppe über einen Chatkanal gelaufen ist, in dem sich offensichtlich geografisch organisierte Gruppen ausgetauscht haben. Die Chatgruppen Süd und Nord sind bestätigt. Es wird vermutet, dass es auch eine Gruppe Ost und West gegeben haben dürfte. Und für Österreich soll eine eigene Chatgruppe vorhanden gewesen sein, die aber derzeit nicht verifiziert werden kann. Zweck dieser Verbindung war die Vorbereitung auf einen Tag X, der zu politischen Unruhen und einem Systemsturz führen sollte. Im Zuge der Vereinsaktivitäten von UNITA wurden offensichtlich auch Schießtrainings veranstaltet. Es wird ermittelt, ob auch in Österreich solche Trainings stattgefunden haben. Das Netzwerk steht im Verdacht, für diesen besagten Tag X Anschläge zur Destabilisierung der öffentlichen Ordnung geplant zu haben. Auch sollen Todeslisten von Politikern und anderen bekannten Personen, die von den Aktivisten als Gegner definiert wurden, aufgelegt worden sein. Ebenso sollen Pläne zu deren Festsetzung und Liquidierung erstellt worden sein. Die bisher vorliegenden Informationen zu diesen Listen betreffen Personen in Deutschland. Ein diesbezüglicher Österreich-Bezug ist nicht bekannt. Der Verein UNITA war von August 2017 bis März 2019 Mitglied der österreichischen Lazarus-Union. Hinweise, dass die Vertreter der Lazarus-Union in Machenschaften der UNITA in irgendeiner Form involviert gewesen wären, liegen nicht vor. Auch für das UNITA-Netzwerk gilt, dass die Sicherheitsbehörden in Österreich intensiv ermitteln und jedem Hinweis nachgehen, selbstverständlich in intensivem Kontakt mit den deutschen Behörden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, folgende Aspekte sind mir in der ganzen Debatte wichtig. Erstens, beide Fälle zeigen,
dass die Zusammenarbeit zwischen dem österreichischen BVD und den internationalen Partnerdiensten eine hervorragende ist und dass das BVD seinen gesetzlichen Aufgaben in vollem Umfange nachkommt. In beiden Fällen konnten unsere Behörden neben eigenen Ermittlungsergebnissen wertvolle Informationen von internationalen Partnerdiensten erhalten und auf dieser Basis wiederum weiter tätig werden. Zweitens, gerade der Anschlag von Neuseeland verdeutlicht die problematische Rolle auch von sozialen Medien im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten. Das Internet dient nicht nur der Radikalisierung, der Rekrutierung und der Aufstachelung von Gewalt, sondern ist in diesem Fall auch dazu missbraucht worden, eine heroische Selbstinszenierung zu bieten. Ich denke, dass es umso wichtiger ist, dass es unter österreichischem Vorsitz der österreichischen Ratspräsidentschaft gelungen ist, einen wichtigen Fortschritt auf europäischer Ebene gegen terroristische Inhalte, gegen terroristische Online-Inhalte zu erzielen. Sie wissen, wovon ich spreche. Ich spreche von der Verpflichtung, terroristische Inhalte binnen einer Stunde aus dem Internet zu löschen bzw. den entsprechenden Zugang zu diesen Inhalten zu sperren. Und ich hoffe, dass die zurzeit noch existente Blockade des Europäischen Parlaments hier bald gebrochen wird. Ein dritter Aspekt ist mir wichtig. Es zeigt sich anhand der aktuellen Fälle, besonders im Zusammenhang mit dem deutschen Netzwerk, wie wichtig es gewesen ist, dass wir im vergangenen Jahr im Rahmen des Sicherheitspakets, dass wir Überwachungsmöglichkeiten für internetbasierte Kommunikation hier in diesem Parlament beschlossen haben. Damit haben wir eine wesentliche Lücke bei der Strafverfolgung geschlossen. Bei begründetem Verdacht auf Straftaten im Bereich des Terrorismus haben die Behörden die Möglichkeit, auch verschlüsselte Internetkommunikation zu überwachen. Und darunter fallen beispielsweise auch Chatgruppen über verschiedene Dienste wie WhatsApp einer ist. Und noch etwas ist mir wesentlich zu betonen. Beide Fälle zeigen auch, wie wichtig und richtig der eingeschlagene Weg einer Reform des BVD ist. Denn diese Reform zielt auf eine noch professionellere Bekämpfung sicherheits- und staatspolizeilich relevanter Phänomene ab. Ein wesentliches Ziel ist es, die Informationsbeschaffung im BVD zu stärken, Stichwort vorbeugende Gefahrenerforschung. Dies alles muss stattfinden unter der Maßgabe einer klaren Trennung der Vorfeldermittlung von der kriminalpolizeilichen Ermittlung. Durch diese Trennung sollen staatsfeindliche Phänomene und Bedrohungen früher erkannt werden und dadurch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger wesentlich erhöht werden. Nicht nur durch die Aufklärung von Straftaten, sondern eben auch durch die bestmögliche Verhinderung von Verbrechen im Vorfeld. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass sich die Sicherheitslage in Österreich durch den Anschlag in Neuseeland und die bisher gewonnenen Erkenntnisse in keiner Weise verändert hat. Die Bedrohungslage im Bereich des Terrorismus wird vom BVD wie schon bisher als abstrakt erhöht eingeschätzt. Österreich gilt nicht als eines der primären Zielländer. Es gibt keine konkreten Hinweise auf konkret geplante Terroraktivitäten. Und ich darf Ihnen auch sagen, dass die größte Gefahr, mit der wir in Österreich ausgesetzt sind, die des islamistischen Terrors ist. Ich denke, es ist wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger bewusst sind, dass absolute Sicherheit zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort von keinem Sicherheitsapparat dieser Welt garantiert werden kann. Aber genauso wichtig ist es zu wissen, dass Österreich eines der sichersten Länder dieser Welt ist und unsere Polizistinnen und Polizisten leisten einen vollen Beitrag zur Erhaltung und zur Erhöhung dieser Sicherheit. Ebenso können sich die Österreicherinnen und Österreicher auf unsere Staatsschutzbehörden verlassen, auch in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Und erlauben Sie mir aus aktuellem Anlass noch auf einen großen Fahndungserfolg hinzuweisen, der sich gerade auch aus dieser Zusammenarbeit ergibt. Sie haben von dieser Hausdurchsuchung in einem Wiener Gemeindebau auch gehört.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schlag, der hier gegen einen mutmaßlichen irakischen Terroristen gelungen ist. Und gerade erst gestern wurden in Prag, in Tschechien, zwei weitere mutmaßliche Terroristen, mit denen dieser Iraker eine gemeinsame Zelle gebildet hat, festgenommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sicherheit, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bedingen einander. Und jeder Angriff, egal von welcher Richtung er kommt, ist ein Angriff auf uns alle, dem wir mit der vollen Entschlossenheit des Rechtsstaates entgegenzutreten haben. Ich kann Ihnen versichern, dass es den Terroristen nicht gelingen wird, die Bevölkerung dauerhaft in einen Zustand von Angst und Schrecken zu versetzen und den Boden aufzubereiten für die Verbreitung ihrer fanatischen Gesinnung. Es wird Ihnen in Neuseeland nicht gelingen und es wird Ihnen in Österreich nicht gelingen. Das war die Erklärung des Innenministers zum rechtsextremen Terroranschlag in Neuseeland. Derzeit haben die österreichischen Behörden keine Kenntnis über Kontakte des Attentäters zu rechtsextremen Personen in Österreich. Und Österreich gilt nicht als eines der Zielländer rechtsextremen Terrors, führte der Innenminister aus.